Das Burgenland hat eine neue Königin. Die 22-jährige Landwirtin Margot Pölz aus Lackendorf wurde in Pahndorf zur neuen Miss Burgenland gewählt. Jetzt beginnt für die Mittelburgenländerin ein Leben im Jetset. Die Mädchen, die da mitmachen, die haben eine Riesenchance. Sie haben die Chance, bei einer Missenakademie dabei zu sein, wo sie wirklich ein Netzwerk für sich gewinnen können und vor allem Erfahrung gewinnen können, wo manche andere Mädels sehr lange dafür brauchen, dass sie das gewinnen. Im Fashion Outlet Pahndorf haben sich 10 junge Burgenländerinnen einer prominenten Jury präsentiert. Wir Männer sind viel archaischer. Wir sind in unserer Entwicklung, in unserer Evolution noch nicht so weit, wie Frauen es sind. Daher glaube ich, dass wir ganz andere Kriterien haben als Frauen. Bei Frauen schwingen viel mehr mit Emotion, Gefühle, Intellekt. Bei uns Männern ist es mehr so, nö. Wirkliche Kenner der Misswahlszene sind natürlich auch der Meinung, Männer bewerten lieber Äußerlichkeiten. Ich glaube, Männer schauen eher auf den Körper. Ich glaube, die freuen sich immer am meisten über die Bikini-Show. Bei so viel Schönheiten im Pahndorf kann man natürlich schnell in Versuchung geraten. Vielleicht ist ja auch die Traumfrau dabei. Na. Also meine Traumfrau für wurscht welchen Abend habe ich schon. Das ist diese hier, meine Monika, die mir heute Abend halt nicht zur Verfügung steht, weil sie gerade trainieren muss. Aber ich entscheide dann einfach, wer von diesen Mädchen wird das durchstehen. Ein Jahr lang Miss Burgenland sein. In 2 Durchgängen konnten die schönsten Mädchen die Jury von ihren Qualitäten überzeugen. Die Männer kann man mit einem charmanteren Lächeln vielleicht einmal von irgendeiner Schwachstelle vielleicht ablenken. Die Frauen sind da knallhart, die schauen, ist die perfekt für die Bühne, hat die alles, was eine Miss Burgenland mitbringen muss. Also ich glaube, vor den Frauen muss man sich mehr in Acht nehmen. Im Endeffekt war sich die Jury einig, denn die richtige Mischung macht's. Man hat schon so eine Grundvorstellung, wie eine Frau ausschauen sollte und jeder hat ein anderes Empfinden. Natürlich bei Männern ist vielleicht der erste Eindruck ein bisschen anders, ja, aber das Gesamtpaket wirkt doch dann sehr stark und überzeugt Mann und Frau gleich. Dem Publikum wurde eine große Show geboten. Der Wiener Sänger Vincent Bueno durfte mit den Mädels dem Fashion Outlet so richtig einheizen. Ich bin vorher beim Singen auf eine gecrashed. Ich muss sagen, die machen alle wirklich ihr Bestes. Nach 2 Stunden Show auf dem Laufsteg wurde es spannend. Die letzten 3 Schönheiten wurden noch ein wenig auf die Folter gespannt. Dann kam das Ergebnis und wen wundert's, die Schönste hat gewonnen. Es war ein heißer Abend und ich finde, wir haben eine würdige Miss Burgenland gefunden. Eine glückliche Miss Burgenland musste dann noch einen Fotomarathon über sich ergehen lassen, aber mit den Gedanken war sie schon wieder auf ihrem Bauernhof. Nein, Tiere können nicht warten, die brauchen 24 Stunden Betreuung. Vom Kuhstall auf den Laufsteg, eine Erfolgsstory aus dem Burgenland.